Es ist eines der wichtigsten Beziehungen, die wir Menschen haben, eine ganz besondere Beziehung, die familiäre Beziehung, die Ehebeziehung. Und da beschäftigt mich ein Fall, der ist ja ziemlich klassisch, aber ich habe ihn so nahe noch nie so erlebt und habe aus dieser Geschichte unheimlich viel lernen können. Und ich denke, anhand der Geschichte können wir uns auch selbst erkennen, wie wir denken und wie wir in so einer Situation umgehen würden. Die Geschichte ist einfach. Ich habe eine Patientin, sie ist eine Frau und sie ist etwa 45 Jahre alt. Sie hat auch einen Ehemann. Und sie haben zwei Kinder, die sind unter 20. Sie hat eine beste Freundin. Die ist etwas jünger wie sie und die hat natürlich auch einen Ehemann. Die haben auch zwei Kinder. Die sind unter 10. Das heißt, dieses Ehepaar ist ein bisschen jünger. Und da diese zwei dicke Freundinnen sind und sie mit ihrem Mann nicht so viel zu anzufangen weiß, so ist sie immer mit den Dreien zusammen. Und dann passiert als die Patientin es mir erzählte, Anfang des Jahres, war schon ein Jahr und zwei Monate, das passiert, was nicht passieren dürfte. Er verliebt sich in sie und sie verliebt sich in ihn. Das Ganze passiert eher dadurch, dass sie eher so ein hilfsbedürftiges Wesen ist und so mancher hat in sich das Bedürfnis zu helfen, das haben wir ja alle in unserem Geist drinnen. Und wenn wir sehen, jemand in Not, dann wollen wir helfen. Und so entsteht mit der Zeit das, dass man dann, ihr wisst ja, Mann und Frau können ja nie wirklich Freunde werden miteinander, es sei denn, der eine ist ja jung und der andere ist ja alt, wo die sexuelle Anziehungskraft nicht mehr funktioniert. So fallen sie halt in diese Situation, dass sie sich verlieben. Sie hat sich wahrscheinlich schon früher verliebt in ihn, er erst vor einem Jahr und zwei Monaten, wo es dann seine Frau auch bemerkt. So rein von der Betrachtung, wen würden Sie als krankheitsgefährdet sehen? Ich würde doch sagen, sie ist die, die krank werden muss. Früher oder später. So, und hier muss ich halt anschauen, sie wird auch krank. Sie wird und bekommt diese Krankheit, die wir als Depression nennen würden. Sie weint, kann nicht aufhören zu weinen und ist unglücklich. Sie versucht, ihren Mann in dieser Zeit was zu tun? Zurückzugewinnen. Also wie gewinnt man einen Mann zurück, wenn er sich in eine andere verliebt? Ja, so, das gibt unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Diese Frau, da sie ja christlich ist und sie will ihre Ehe und die Kinder nicht gefährden, versucht sie, den Mann mit Liebe und mit mehr Zuwendung. Sie ist versucht, mehr auf der körperlichen Ebene mit ihm zusammen zu sein und ihn so zurückzugewinnen.
Und er, sie versucht ihn auch mit Beratern zu helfen. Und er verspricht ihr fünfmal, dass er Schluss macht. Und jedes Mal fängt es wieder an. SMS, und ihr wisst ja heute die Technik. Und jetzt geht es ihr natürlich immer schlechter. Und für mich als Arzt, ich muss ja dem helfen, der krank ist. Die anderen zwei, sind die gefährdet, krank zu werden? Nein, Verliebte werden nicht krank. Ja, so, wer stark verliebt ist, den kann man auch mit Keimen überschütten. Ja, die kleben dann nicht. Da wächst kein Pilz, da wächst kein Bakterium. Da ist einfach alles prima. Ja, weil das Verliebtsein, die Liebe, gibt einem eine Kraft, die dem Körper, ja, hält. Aber jetzt passiert, dass sie krank wird. Und ich muss die zwei ändern oder sie? Das heißt, wer macht einen Fehler gegenüber seinem Körper, der krankmachend ist? Machen die zwei den Fehler für ihre Krankheit oder macht sie den Fehler für ihre Krankheit? Sind wir alle einig? Das heißt, verstehen wir die Situation? Ist sie leicht oder schwierig? Schwierig. Für einen Doktor. Ich meine, ja, das heißt, der Arzt muss jetzt Verständnis haben mit ihr und das habe ich ja. Aber jetzt muss ich ja dennoch jemandem helfen, gesund zu werden. Und ich weiß, die Krankheit dieser Frau entsteht aufgrund ihres eigenen Denkens. Niemand anders denkt für sie, außer sie selbst. Sie beurteilt diese Situation und sendet an ihren Körper eine richtige Information oder eine falsche. Eine körpergerechte oder eine körpernicht gerechte Information. Ja, also wir wissen sicher, dass es falsch ist, weil die Krankheit, wenn der Gedanke den Körper krank macht, muss er falsch sein. Das heißt, er muss irgendwo in seiner Wirkung am Körper beweisen, dass er nicht körpergerecht ist. Ich kann mich nicht nach Gedanken orientieren, ich kann mich nur nach etwas orientieren, was absolut feststeht. Und deshalb habe ich das versucht klarzumachen, der Körper ist eine absolute Eichung, so wie Holz. Sie können Holz nehmen, und Sie können mit Holz alles machen, was Holz erlaubt, dass man mit ihm macht. Ja? Aber jedes Mal, wenn Sie es in Feuer tun, was wird mit Holz passieren? Es wird verbrennen. Weil das Feuer ist nicht fürs Holz gerecht, sage ich mal. Außer es brennt und dann verändert sich die Substanz. Ja? So. Wir wollen ja den Körper erhalten, nicht zerstören. Als Arzt muss ich und will ich den Körper erhalten und brauche dafür eine klare Sache, was ihn zerstört. Und hier hat diese Frau ja keine Schläge bekommen, sie hat keine äußeren Dinge erlebt, sie erlebt nur etwas in ihrem Geist. Sie sieht etwas, sie erlebt etwas und sie reagiert in ihrem Denken irgendwo falsch, weil ihr eigener Körper wird aus der Balance gebracht und ihr Geist fühlt es jetzt und muss erkennen, irgendetwas ist nicht gut. So, was denkt die Frau, was nicht richtig ist? Wollen wir mal
die Denkweise durchgehen, ja? Und schauen, was ist es, was sie in die Not bringt? Und wo ist die nicht körpergerechte Denkweise? Wir sehen also, wir haben hier den Geist. Und der muss in seiner Fähigkeit bewerten. Der muss abwägen. Ja? Alles, was auf uns zukommt, muss der Geist bewerten. Es kann nichts in ihn hineinkommen, es kann ihn nichts überwältigen. Er muss alle Dinge erkennen, bewerten, reinlassen oder draußen stehen lassen. Ja? Er ist ganz klar, in seiner Fähigkeit ist er ein Bewerter. Er muss abwägen. So, jetzt, was ist das Erste, was er abwägt, als sie hört, was ihr Mann tut? Was ist das, was sie als Erstes erkennt? Gehen wir so diesen ersten Schritt. Erkennt sie richtig, dass was ihr Mann tut, falsch ist? Ja? Also sie bewertet die Tat ihrer Freundin und ihres Mannes und sie weiß, was die tun, ist falsch. Ja? So. Das ist richtig, das macht sie nicht krank. Wenn wir wissen, jemand macht was Falsches, oder? Macht es uns krank? Nein. So, jetzt kommt die nächste Instanz und die ist wiederum festgelegt in unserem Geist. Sind die Dinge, die falsch sind, uns sympathisch oder haben wir eine Abneigung dagegen? So, wenn wir eine Ungerechtigkeit sehen, irgendwo im Fernsehen oder lesen, warum regen wir uns auf? Oder warum ist die uns unangenehm? Weil wir mit unserem Geist abgewogen haben, was da passiert ist, falsch, und wir haben eingebaut in unserem Geist, wenn man abwägen muss, braucht man einen Maßstab der Abwägung. Und da wissen wir, aha, diese Sache ist nicht richtig. Und so habe ich eine Abneigung gegen das Falsche. Hätten wir diese Abneigung nicht, dann wären wir gleichgültig. Das geht nicht. Es ist eingebaut in unserem Geist, dass wir gegenüber diesen Dingen eine Abneigung haben. So, und jetzt kommt der nächste Schritt in Ihrem Denken. Ich muss nämlich jetzt in der Abwägung erkennen, das ist falsch, das Falsche, da bin ich dagegen. Jetzt kommt die Frage, die sich stellt, und ich schreibe sie jetzt mit einer anderen Farbe, obwohl die Frage immer noch richtig ist. Wer hat den Schaden durch das falsche Handeln? So, das muss ich bewerten. Wo stehe ich in der ganzen Geschichte? So, wer hat den Schaden? Was denkt die Frau? Was würden Sie denken in Ihrer Situation?
Wer hat den Schaden? Ich. So, diese Frau denkt, und das ist das Auge, wir werden noch darüber später sprechen, die Sicht der Dinge. Und sie denkt, dass, was tun diese zwei ihr an? Sie denkt, die tun mir einen kleinen oder großen? Schaden an. So. Ist der Gedanke körpergerecht oder nicht? Bitte? Und? Aber wir wollen sehen, was macht krank in der Frau? Was macht sie krank? So krank macht sie dieser Gedanke. Das heißt, wenn dieser Kranke sie krank macht, dieser Gedanke sie krank macht, kann er richtig sein oder muss er falsch sein? Dann muss er falsch sein. Auch wenn wir alle sagen würden, er ist richtig. So, ihr seht, ich habe nicht aus der Theorie gelernt. Ja, jeder Mensch, ich denke auch jeder Psychologe oder jeder, der diese Situation beraten würde, würde sagen, ja, die zwei machen dir einen Schaden. Weil man würde auf der subjektiven Geistesebene bleiben. Aber wenn der Gedanke mein ganzes hormonelles System, mein limbisches System, meine ganze Funktion meines Körpers aus dem Ufer bringt, dann muss er sehr giftig sein. Also muss ich ihn analysieren und sagen, so wie ich es machen würde mit einem Gas. Ist Kohlenmonoxid gut für unseren Körper? Nein, auch wenn wir meinen, er ist gut, so atmen wir ihn, werden wir merken, es gibt einen Fehler. Und jeder Arzt würde sagen, hüte dich vor dem Kohlenmonoxid. Deshalb geht man ja in den Keller, wo man den Wein hermacht und wo, ich glaube, dort, wo die Gärung ist, dort entsteht Kohlenmonoxid. Und die müssen gehen und erstmal ein Licht anmachen, weil wenn es nicht brennt, dann ist Kohlenmonoxid dort und dann stirbt man schnell. So, ich muss also in der Lage sein, dass ich klar kenne, was dem Körper schadet, kann nicht richtig sein. Ob ich jetzt sage, es riecht gut, es schmeckt gut, es tut gut, schadet es dem Körper, bringt es ihn aus der Bahn, muss ich als Arzt davor warnen. Oder? Aber keine andere Wahl. Ich habe ja das System nicht gebaut. Das System ist so und kann nur so funktionieren. Also muss ich herausfinden, was schädlich ist am Denken für den Körper. Und das ist schädlich. Solange sie denkt in dieser Weise, welche sind die Folgen dieser Denkweise? Welche sind die Folgen dieser Denkweise? Ich meine, rein auf sie selbst bezogen, aber die haben ja dann auch Folgen auf die Art und Weise, wie sie mit ihren Mitmenschen umgeht. So, wenn sie denkt, und hier haben wir den Schalter sozusagen, der mir berechnet, wer den Schaden hat. Das ist der entscheidende Schalter, weil der tut mich handeln. Hier erkenne ich, hier habe ich eine Abneigung und hier handle ich. Ja, je nachdem, ob es mich betrifft oder nicht. Und in beiden Fällen muss ich handeln. So, denke ich, der Schaden
ist mein. Ich habe den Schaden. Dann ist die automatische Folge Selbstmitleid. Automatisch fällt jeder ins Selbstmitleid. Und als, was ist die Folge des Selbstmitleids? Und man kann viele Reaktionen haben, aber eines ist Hilflosigkeit, ja? Und man fängt dann an, nicht nur hilflos zu sein, wenn man hilflos ist, wird man zornig, wütend, ja? Könnte dem anderen ja, irgendwas tun. Und was hat man dann? Den Konflikt. Okay? Dann hat man den Konflikt. Der beginnt natürlich hier. Diese Sachen passieren ja in Millisekundenschnelligkeit, wie wir bewerten. Und dann hat man sofort den Konflikt. So, ich muss also erkennen, warum ist dieser Gedanke schädlich? Warum tut er dem Körper durcheinanderbringen? Und jetzt müssen wir auf die Ebene kommen, wo wir erkennen, was macht der Geist dem Körper? Und wie gibt er ihm die Kraft? Wie steuert er ihn? Weil wenn ich das Verhältnis nicht verstehe, dann verstehe ich auch nicht, warum das falsch ist. Ich muss also verstehen, aha, wie sendet und wie gibt der Geist dem Körper seine Kraft? Wir haben ja gesagt, die Gedanken machen dem Körper das die wichtigste, also die einzigste Energieform, das ist die, den elektrischen Strom. Und ist er richtig, dann ist alles gut. So gibt er also durch seine Denkweise dem Körper die Kraft zu funktionieren. Und das Essen und die Nahrung sind die Rohstoffe, die der Körper dann verbraucht, um die Funktion auszuführen. Dann wird uns klar, wir müssen verstehen, was ist am Denken schädlich und was ist nicht schädlich. So, wir müssen jetzt sehen, wie agiert der Geist auf den Körper? Wie denkt er, so dass es dem Körper gut geht? Und wie denkt er so, dass es dem Körper schlecht geht? Und die meine Vorträge schon kennen, müssten das jetzt wissen, ja? Es gibt also die grüne Ebene ist der Körper, der kriegt das ab, der muss reagieren. Und wir wissen, dass der Körper, um Strom zu bekommen, wie viele mögliche Ladungen haben kann, was muss geändert werden? Er hat nur 2, er hat also ein Minus und ein Plus. Und man könnte sagen, hier den Nullpunkt. So, das ist die Körperebene. Und der Geist muss also in den Körper die Energie geben. Und er hat ja nur die Möglichkeit, über Plus und Minus den Strom herzustellen. So hat er also nur 2 Möglichkeiten, wie er dem Körper die Information hineinschreibt. Und wenn das ich bin, dann braucht er einen Gedanken für das Minus, das der Körper versteht, und er braucht einen Gedanken für das Plus. Und alle wissen, der Geist weiß, für den Geist ist das Minus Verlust und das Plus Gewinn. Und wir wissen alle, würde die Frau das Verhalten ihres Partners als Gewinn bezeichnen, wie viele Depressionen würde sie kriegen? Okay? Null
Depressionen für das, was wir Gewinn erachten. Wenn der Geist Gewinn denkt, kriegt der Körper maximale Kraft. Ja, könnten wir uns immer Gewinn denken, würden wir immer uns gut fühlen. Und ich erwähne das noch einmal für die, die es noch nicht gehört haben. Warum fühlen sich Verliebte so gut? Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Man sieht jemanden und man setzt in ihn einen großen Wert. Man sagt, das ist ein großer Gewinn für mich. Und dann fühlt man sich phänomenal, obwohl niemand bewusst so denkt, oder? Denken Sie so? Nein, weil das ist in unserem Unterbewusstsein, das ist nicht in unserem Bewusstsein, diese Gewinn- und Verlustrechnung. Die ist unterbewusst, aber wir können sie uns bewusst machen. Jeder, der verliebt ist, denkt in seinem Innersten, in dem Herzen, sage ich, dort, wo der Geist den Impuls gibt, das ist ein großer Gewinn für mich. Warum denkt er das nicht lange? Dann würde er sich ja die ganze Zeit wohlfühlen, oder nicht? Woran macht er den Gewinn fest? An dem? An dem anderen. Ja? So, der Gewinn, den ich einmal in einen Menschen gesetzt habe, die Wertschätzung, die ich ihm gegeben habe, sinkt entsprechend seinem Verhalten, oder? Und seinem Sein. Und je mehr ich von dem anderen kennenlerne, merke ich, er ist doch nicht so wertvoll. Für mich. Und was passiert dann mit den Gefühlen? Was passiert mit den Gefühlen? Sie verschwinden. Weil der Geist wird gelenkt von diesen zwei Gedanken. Und er kann den Körper nur durch diese zwei Gedanken steuern. Alle Befehle laufen auf Unterbewusstseinsebene nur zwischen Gewinn und Verlust ab. Deshalb ist eine festgelegte, der Geist hat eine festgelegte Richtung, die er nicht wählen kann. Er muss in die Richtung gehen. Was glauben Sie, in welche Richtung muss er gehen? Er muss immer in Richtung Gewinn gehen. Dafür hat er ein Ja. So, Sie können das in der Werbung sehen, überall. Jeder preist eine Ware an, die dem anderen einen Gewinn bringt. Man kauft sich nichts, wo man nicht denkt, es gibt einem einen Gewinn oder ist zumindest von der Preis-Leistung gut. Wisst ihr, wann wir am meisten versucht sind zu kaufen? Wann sind wir am meisten versucht zu kaufen? Ja, das mag sein, man denkt, dann macht man sich. Aber ich meine, wenn man etwas gefunden hat, ich war vor kurzem, waren wir in den USA und ich kaufe sonst nicht ein, aber dort bin ich. Ja. Und dort gibt es so ein paar Geschäftsketten, die so, wie soll ich sagen, sie haben Markenkleidung zu ganz billigen Preisen. Weil es sind irgendwelche Überbleibsel, die sie irgendwo sammeln, wo nicht verkauft werden. Und die sammeln sie ein, das ist gute Qualität. Ja? Wurde noch nicht verkauft, irgendwo Einzelstücke. So, das sammeln die und verkaufen es weiter. Und das ist natürlich verführerisch. Je höher wir eine Leistung sehen und je niedriger der Preis, so größer ist die Versuchung, es zu kaufen. Auch wenn man es nicht braucht. Ich hatte schon eine Regenjacke, also
Und jetzt sehe ich diese, also nicht eine Regenjacke, sondern so eine schöne Jacke. Und sie kostet in Deutschland, oder neu, wenn man sie kauft, 350 Euro. Und dort, nagelneu, kostet sie 50 Euro. Was mache ich? Ja? Versteht ihr? Man kommt in die Versuchung. Würde da 350 stehen? Brauche ich nicht. Ja? Brauche ich nicht. Aber es ist erstaunlich. Ich habe mir die Jacke gekauft. Ich konnte sie nicht dort hängen lassen. Sie passte genau. Und ich trage sie jetzt, wenn ich... Oh, ja, es ist... Ich liebe die Jacke. Weil ich denke, sie ist sehr kostbar. Und ich habe wenig drauf bezahlt. Ist so fast wie mit dem Mercedes, nicht? So, was auch immer wir im Leben haben, je kostbar es ist und je weniger wir dafür bezahlen, umso mehr, sage ich jetzt mal, wenn wir denken, es ist kostbar, schätzen wir es. So, wir sind also alle so gemacht. Da kann keiner an seinem System was ändern. Das ist festgelegt. Das ist im Geist, der ist so geeicht, da kann keiner daran das ändern. Ich muss in Richtung Gewinn gehen und ich muss auf jeden Fall einen Verlust vermeiden. Wir haben auch hier keine Wahl. Ich muss zum Gewinn und ich muss Verlust vermeiden. Was uns also krank macht, ist nicht diese Funktionsweise. Die ist festgelegt. Alle unsere Ereignisse, die wir in unserem Körper speichern, speichern wir entweder unter 1, das ist Gewinn und ja, oder wir speichern es unter 0, Verlustvermeidung. Das ist bei 0, das ist gut, das macht uns nicht krank. Aber was uns krank macht, wäre, wenn ich jetzt diese Jacke gekauft habe und ich gehe, lasse sie im Auto liegen und jemand bricht ins Auto ein und stiehlt sie dir, dann kämst du vielleicht in den Verlust. Ja? So. Das heißt, was uns im Leben krank macht, was wir auf keinen Fall sicherlich beheben können, ist die Überzeugung des Geistes, er hätte einen persönlichen Verlust erlebt. Das ist das kleine Detail, was uns mehr wie 90% aller unserer Krankheiten beschert, die von unserem Denken kommen. Und es sind wahrscheinlich noch mehr wie 90%, aber ich bleibe jetzt bei den 90%. So, diese kleine Sache führt dazu, weil ich ja von meiner Funktionsweise nicht im Verlust bleiben kann. Sie werden sich nie ärgern über Gewinn. Sie ärgern sich über Verlust, aber der Ärger beweist, sie wollen da raus. Sie müssen da raus. Wenn Sie Verlust noch nicht erfahren haben, dann können Sie hier Angst haben, Sie müssen den Verlust vermeiden. Aber man hat auch nur dann Angst, wenn man meint, man kann den Verlust nicht vermeiden. Wie viele sind in ihren Beziehungen geschädigt? In dem Sinne, dass sie sagen, ich, oder nehmen wir nur die Frau, ich habe kein Vertrauen mehr. Diese Frau sagt jetzt, sie hat kein Vertrauen. Hätten die noch Vertrauen? 5-mal sagt er, ich mache Schluss und dann findet sie, dass er doch weitermacht. So, und dann hat man was in der nächsten Beziehung? Wovor hat man Angst? Vor der
Verletzung. Weil man sieht, dass man in der anderen Beziehung verletzt worden ist. Man hat einen persönlichen Verlust erlebt. Und da wir so gebaut sind, dass wir unbedingt persönlichen Verlust vermeiden müssen, sind wir jetzt geschädigt. Das heißt, wir können nicht mehr frei sein in unseren Verhältnissen, weil wir immer Angst haben müssen. Wer kann mich verletzen? Er kann mir oder sie kann mir schaden. Man ist in sich so geprägt in der Angst, dass der andere einem einen Verlust einfahren kann, dass man nicht mehr, ich sage jetzt mal, würdig leben kann. Da ich nichts dafür kann, dass ich im Verlust nicht bleiben kann, dafür kann ich nichts, muss ich also in der Lage sein, den persönlichen Verlust zu vermeiden. Ja? So, jeder, der persönlichen Verlust vermeiden kann, gibt seinem Körper keine negative Kraft oder zerstört ihn nicht, bringt ihn nicht durcheinander. Jeder, der das nicht kann, bringt seinen Körper durcheinander. So, wie viele Menschen können den persönlichen Verlust vermeiden? Wie viele können denken, ja, dass sie keinen persönlichen Verlust haben? Und hier müssen wir verstehen, warum denken die Menschen das so? Diese Frau denkt, dass sie einen großen Verlust hat. Von wem? Was verliert sie? Sie verliert den Mann und seine Liebe und die Freundin und ihre Liebe. Richtig gedacht oder falsch gedacht? Gemessen am Körper. Ist es falsch gedacht, aber so, sie denkt, dass sie in einem großen persönlichen Verlust ist. Dadurch muss sie auf die Barrikaden gehen. Ob sie das jetzt durch Zorn macht, ob sie das durch freundlicher Sein macht, ganz egal, warum sie es macht. Sie will aus ihrem eigenen persönlichen Verlust heraus. Und es ist ihr Recht, alles zu tun. Sie hat sogar gedacht, sich an ihm zu rächen, als ihr alter Schulfreund auftaucht. Ja, das ist so, wie, ja, da ist, plötzlich denkt man, aha, ich kann ja mich aus dem Verlust rausbringen, indem ich mir noch mehr Verlust mache. Das ist ja nicht so klug. Ja, aber man denkt, man macht dann dem anderen den Verlust, indem man selbst dem anderen es heimzahlt. Ja, mir geht es nicht gut, also soll es dir auch nicht gut gehen. Man denkt, das würde einem dann etwas bringen. Aber ich verspreche es Ihnen, es bringt nichts. Und es war ja gut, es war nur ein Gedanke. Sie hat es nicht getan. Würde ihr Leben sehr viel komplizierter gemacht haben. Sehr, sehr, hätte vieles, vieles verschlimmert. So, was jetzt entscheidend ist, ist das Auge. Und ich nenne es das falsche Auge oder das blinde Auge, das böse Auge. Dieses böse Auge ist letztendlich der Maßstab, mit dem ich berechne, wie ich zu Gewinn komme und zum Verlust komme. Sie haben ja gesehen, wir haben in unserem Geist feste Vorgaben, was wir brauchen. Und die Bedürfnisse, die wir haben, können wir nicht abwählen. Dass die zwei etwas Falsches tun und dass der Mann, wenn er treu ist, etwas Falsches tut, ist doch für alle klar, oder? Ja oder nein? Ja, dass er in
Treulosigkeit sich in die Freundin verliebt und nicht denkt an die Verantwortung, die er hat gegenüber seiner Frau, ist nicht in Ordnung, oder? Hundertprozentig nicht. Ja? Ich sehe, ihr seid nicht so einverstanden, aber ich hoffe. So, er tut was Falsches. Ganz klar. Aber ich habe in meinem Geist eine Information, eine Messlatte, wie ich zum Gewinn kommen muss. Ich muss ja zum Gewinn kommen und ich muss Verlust vermeiden. Deshalb muss ich wissen, was bringt mir Gewinn und was bringt mir Verlust. Und das beschreibt mir jetzt der Maßstab, nach dem ich mich richte. Und dieses Auge ist auch in allen Menschen dasselbe. Ohne Ausnahme. Jeder, der auf der Welt geboren wird, hat in seinem Geist diese Fehlsicht eingebaut. Ich sage Fehlsicht, weil sie führt mich zur falschen Annahme von etwas, was nicht so ist. Das ist Fehlsicht. Es fehlt sich. So, was sieht der Mensch an als Gewinn? Was sieht er an als Verlust? Ich weiß, für manche ist das eine Wiederholung, aber für andere ist es neu. So, was sieht der Mensch für Gewinn als Gewinn an? Das Bekommen. Der Mensch sieht das Bekommen als Gewinn an und er sieht das Nichtbekommen oder zu wenig bekommen oder etwas weggenommen bekommen als Verlust. So, sie sieht mit diesem Auge, dass ihre Freundin und ihr Mann ihr etwas weggenommen haben. Ja? So. Sie ist damit ein Opfer der Taten anderer. So denkt sie. Ja? Und würde sich wünschen, die Sache wäre anders. Würde anders sein. So, in dieser Denkweise, wie sie drin ist, will sie ja raus. Aber sie kann weder die Freundin umstimmen, noch ihren Mann. Tut sie das, dann mag sie sagen, naja, das war ein Schaden und sie hat ihn wieder behoben. Ja, und Frauen sind ja sehr interessante, ich sage jetzt mal Geschöpfe für uns als Männer, weil sie können Dinge ertragen, die ein Mann nie ertragen könnte. Ja, also Frauen können es aushalten, wenn ein Mann mehrere Freundinnen hat und sie bleiben mit dem Mann zusammen. Das könnte ein Mann nicht. Ja, wenn er mehrere hat, ist klar. Aber dass seine Frau mehrere hat oder sein Partner, das übersteigt alle seine Fähigkeiten, das zu ertragen. Und so ist es erstaunlich, was ich erfahre von den Geschichten, die mir die Frauen erzählen, wie viel sie aushalten von den Umständen, in denen sie sind. Aber warum tun sie das? Sie tun es nicht, weil sie wollen. Sie tun es, weil sie denken, wenn sie weggehen, haben sie noch einen größeren Verlust. Und das können sie ja nicht. Also bleiben sie, weil es immer noch mehr Gewinn ist zu bleiben, als zu gehen. Aber sie leiden unter dem tiefen Verlust und zerstören sich und kriegen ihre Krankheiten. So, wir müssen Dinge in zweifacher Weise sehen. Einmal müssen wir sehen, was muss ich denken, damit ich nicht krank werde.
Und die zweite Sache ist, muss ich das Problem mit meinem Mann klären oder nicht? Muss ich das Verhältnis in Ordnung bringen? Also muss ich klären, was mit der Ehe weitergeht, oder muss ich es nicht? Muss ich. So, es gibt zwei Sachen. Die sind getrennt voneinander. Ich muss erstens mal in der Lage sein, so zu denken, dass ich in der Situation richtig die Dinge sehe und betrachte. Dann kann ich überschreiten zur Lösung, weil das Problem muss ja gelöst werden. So, die Frau kann es ja nicht so lassen. Sie hat es ja jetzt anderthalb Jahre oder ein Jahr und zwei Monate so mitgemacht. Und sie versucht ja, das Problem zu lösen, ohne ihre eigene Denkweise zu verändern. Das wird nie klappen. Ich muss zuerst körpergerecht werden. Ich muss zuerst die Dinge erkennen. Würdet ihr zu jemandem gehen, sage ich jetzt mal, zu einem Anwalt oder so, der die Dinge nicht richtig erkennen könnte? Und sagen, gib mir eine Lösung. Würde das? Niemand würde das tun. Wir würden doch nur dorthin gehen, wo wir eine Lösung haben, wo wir denken, jemand versteht die Sache richtig. Ja, würde jemand sagen von vornherein, oh, der versteht das nicht, da gehen wir nicht hin und wollen uns eine Lösung holen. Ja, so, wir sind also geeicht darauf, die Lösung muss gut durchdacht sein und sie muss stimmen. Und deshalb muss ich deshalb zuerst meine Situation richtig erkennen, damit ich dann zur Lösung übertrete. Und obwohl es zwei Dinge sind, sind sie ja schon aneinander gebunden, weil löse ich es körpergerecht, das Problem, löse ich es reell, wie es ist, wird es mir keinen Schaden für die Zukunft bringen. Löse ich es nicht körpergerecht, das heißt, würde die Frau sich scheiden lassen und bliebe aber mit ihrem verletzten Verlustherzen, würde es ihr die Scheidung nichts bringen, rein körperlich, weil die Speicherung im Körper, der der Geist gesetzt hätte des Ereignisses, ist persönlicher großer Verlust. Und damit würde sie sich trotz der vielleicht guten Lösung, sich zu trennen, selber kaputt machen. So, die äußere Handlungsweise ist notwendig und wichtig, aber die erste Handlung muss in mir selbst geschehen. Ich muss die Dinge so betrachten, dass sie mich heute und auch morgen und auch übermorgen nicht belasten. Wenn es wieder hochkommt oder wenn was ist, ist es so gespeichert und mein Geist liest es ab vom Körper und er findet nichts, was negativ ist oder ihn selbst negativ betrifft. Er kann Verlust berechnen. Aber würde er den Verlust nicht als persönlich sehen, auf ihn gerichtet, sondern auf die anderen, hätte er keinen körperlichen Schaden. Und er könnte auch richtig an die Sache rangehen, sie richtig zu verändern. So, ich brauche also Klarheit. Was ist richtig, was dem Körper nicht schadet? Und das muss ich verstehen, ob das stimmt oder nicht. Woher kommen diese Ideen des Geistes? Woher hat er die Idee, dass durch Bekommen er seinen Gewinn erzielt? Und durch Nichtbekommen oder durch etwas weggenommen seinen Verlust erlebt. Es hat ja alles irgendwo eine endgültige, sage ich mal, Wurzel. Und ich habe die Wurzel dieses Irrtums gefunden in einem tieferen Irrtum des Geistes über sich selbst. Der Geist hat über sich, er denkt über sich einen Grundgedanken, aus dem
alle seine Irrtümer entstehen, nachdem er die Dinge bewertet und analysiert. Und ich sage euch den Grundgedanken später, ich sage euch die zwei obersten, die kennt ihr schon von den anderen Vorträgen. Der oberste Gedanke ist, man sagt ja, der Mensch hat eine Motivation, die ist Stolz und Ego. Und ich habe das versucht zu reduzieren auf zwei Gedanken. Der Stolz ist die Idee, ich kann, im Sinne, ich bin Hersteller. Und die zweite Idee des Egoismus ist, ich habe. Und das ist, ich bin Besitzer. Und weil der Geist so über sich denkt, ist sein erstes Handeln immer geben. Er denkt, er hat ja was, wovon? Aber er gibt nie umsonst, sondern er gibt, um zu nehmen oder bekommen. Nehmen ist ja seine Aktion. So. Diese zwei Grundgedanken stören unser ganzes Leben. Die Frage ist, wem gehört der Mann? Wem gehört der Mann? Und was denken wir, wem gehört er? Wem gehört der Mann? Dieser Frau? Wem gehört der Mann dieser Frau? Wem gehört er? Nun, sie sagt, mein Mann. Ja? So, wenn er ihr Mann ist und er geht ihr, ja, das ist auch eine gute Idee. Wenn er ihr Besitz ist, dann dürfte sie ihn nicht verlieren, das ist eine gute Idee, dürfte sie ihn nicht verlieren können. Aber nehmen wir an, er ist ihr Besitz, dann, wenn er weg ist, hat sie den Verlust. Und sehen Sie, warum sie sagt, sie hat einen Schaden. Warum denkt sie, sie hat einen Schaden? Er gehört mir. Er ist mein. Und jetzt stiehlt in mir meine Freundin. Das bringt wiederum gute Gefühle. Ja? Das heißt, die Freundin wird zum Übeltäter. Sie stiehlt mir mein Besitz. Genau. Meinen kostbaren Besitz. Schauen Sie, dieses Ehepaar kennt sich seit der Kindheit. Ich weiß nicht, ob sie nicht sogar im Kindergarten schon zusammen waren. Sie haben zusammen gelernt in der Schule. Sie haben sich immer gut verstanden. All die Jahre. Es gab keinen wirklichen Stresspunkt. Man könnte sagen, eine harmonische Familie über all die Jahre. Bis diese Freundin dann dazu kam und die Versuchung, sage ich mal, dass man denkt, was denkt er denn? Wieso fällt er hier in, wieso verliebt er sich in sie? Er will einen Gewinn haben, das heißt, was denkt er im Herzen? Ach, nicht nur besser, aber er
eher, ja, was Neues ist immer ja ein Gewinn, ja, eine neue Jacke. Ja, das ist so, wir sehen neu und Gewinn zusammenbringend. Ja, das, und sicherlich, wir wollen immer was Neues. Das, ja, sonst könnten die ja keine neuen Autos, die würden seit immer das Alte produzieren, sagen, nehmt es, ihr seid befriedigt. Aber das befriedigt den Geist des Menschen nicht. Er muss ständig zu einem neuen Gewinn kommen. Ständig was Neues. Es muss schöner sein. Es muss jünger sein. Es muss, ja, so das ist im Geist drin. Da ist nichts Falsches dran. Das ist die Marschschnur. Sonst würden wir stehen und nichts tun. Ja, so, es muss immer besser, schöner, neuer, größer und so weiter werden, weil wir das alles als Gewinn betrachten. Ja, dieser Mann sieht seine Frau nicht mehr als den großen Gewinn. Ja, und er denkt, er hat mit ihr einen persönlichen Gewinn oder einen nicht persönlichen. Größeren Gewinn, er denkt, ich kann in meine Schatzkammer was dazu bringen. Ja, da ist aber noch der andere Mann und das ist alles kompliziert. Sie sehen, die Denkweise fängt an mit einem Grundsatz, der ist mein Besitz. Ich muss ihn haben. Haben. Und damit geht das Ganze gut, solange mir mein Haben niemand wegnimmt. Okay? So, hätten wir also den Gedanken nicht drin, der Mann ist mein, werden wir schon mal weniger versucht, oder? Ja, das ist kein Schmerz. Okay. Ich akzeptiere den Schmerz. Wir werden noch sehen, warum Schmerz. Aber hätte ich nicht die Grundidee, der Mann ist mein Besitz, dann wäre es im Leben schon wesentlich leichter, oder nicht? Wesentlich leichter. Würde so vieles in unserem Leben vereinfachen, in unseren Beziehungen. Wir würden ja den anderen nicht mehr als Besitz sehen. Und wie geht man mit Fremdenbesitz um? Wie geht man mit Fremdenbesitz um? Vorsichtig. Vorsichtig. Achtsam. Man will ja den Fremdenbesitz nicht kaputt machen. Das würde uns zu völlig anderen Menschen machen, wissen Sie das? Wenn wir nicht mehr den Anspruch hätten, die Frau ist mein, der Mann ist mein, das Kind ist mein, ja, würden die Mütter dann noch, wir haben ja den Konflikt mit der Mutter gestern gesehen, würden die Mütter dann noch versuchen, das Kind zu beherrschen? Hätten sie noch diese starke Neigung zu sagen, um des guten Willen muss ich das Kind jetzt dazu bringen, dass es das Richtige tut? Wenn es nicht ihr Besitz wäre, das würde schon, ich denke, zumindest die Hälfte aller unserer Konflikte lösen. Dieser eine sehr, sehr betrügerische Gedanke, den wir alle haben, der andere gehört mir. Die Realität zeigt, dass er wem gehört. Ihr auf jeden Fall nicht. Nie. Nie. Ich habe das in den anderen Vorträgen klar gemacht. Wir können als Menschen nie etwas besitzen. Ganz klar, ganz egal, was wir denken, es ist unser Besitz. Null. Liegt keine Möglichkeit, dass wir etwas besitzen können. Alle unser Besitz kann man uns wegnehmen.
Damit können wir ja keine Besitzer sein. Nicht weder unser Körper ist unser Besitz, noch unser Leben. Wir haben es ja selber nicht gegeben. Wir können es leben. Aber besitzen können wir es nicht, auch wenn wir es gern möchten, oder? Wäre doch schön. Ja? Nun, wir könnten es genießen zu leben, auch ohne es zu besitzen, so wie man ein Leasing-Auto fährt. Ja? Unser Auto ist hier kaputt gegangen, das zweite Mal. Ja. Vor einem Jahr oder zwei ging es kaputt, letztes Jahr. Und diesmal ist irgendein größeres Teil kaputt, der vom Klimakompressor. Und so haben wir jetzt ein Mietauto bekommen. Und man fühlt sich wohl im Mietauto, es ist ein neues Auto. Oder? Ich durfte ein bisschen fahren gestern heute Morgen bis hierher. Und ich habe ein bisschen Gas gegeben, ist ja schön, Gas zu geben. Geschwindigkeit ist Gewinn. So, nicht immer, aber ja, wenn es geht. Und es ist nicht mein Auto, aber kann ich es nicht genießen zu fahren? Kann ich es oder nicht? Ja. Man ist natürlich ein bisschen vorsichtiger. Ja, man will ja der Versicherung nicht unbedingt was zahlen, aber man muss nicht immer vorsichtig sein, stimmt. Man kann das auch, wenn man mit dem Besitzer, wenn man nicht in Konflikt sein will mit dem Besitzer, ist man vorsichtig. Ja. Aber wenn man weiß, es ist auch versichert oder wie auch immer, ja, dann ist es ja nicht mehr so. Aber es ist wichtig. Ich möchte ja, dass wir den Gedankengang verstehen. Es geht uns nicht abhanden an Freude und Wohlsein. Ich sage jetzt mal an Gewinn. Würden wir nicht jemanden besitzen wollen und würden in einer vertraglichen Gemeinschaft leben, wo jeder die Treue hält, weil er will, aber nicht, weil der andere sein Besitz ist. Sondern in der Ehebeziehung würden unsere Konflikte zur Hälfte zu Ende gehen, würden wir nicht mehr den anderen beherrschen wollen, weil er mein Besitz ist. Der erste Gedanke, der diese Frau in den Schaden bringt, ist, sie sagt, mein Mann, meine Freude. Mein Gewinn geht mir jetzt verloren. Und jetzt muss ich was tun, um aus dem persönlichen Verlust rauszukommen. Und sie rattert und rattert. Und wie viele Lösungen hat sie? Ihren Mann als ihr Besitztum zu erklären? Null. 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 So müsste der Mensch doch vernünftig werden, oder nicht? Und er könnte es sogar in seinem Geist, in seinem Verstand verstehen, ja, das ist ein Irrtum, aber jetzt kommt die nächste Frage, die ist noch viel schwieriger. Die Frage, wie viel kann ich? Kann ich etwas herstellen? Als Mensch. Warum hat sie den Mann überhaupt geheiratet? Warum heiraten wir? Oder heute ist es ja nicht mehr so modern, in manchen Ländern zu heiraten. Warum heiraten wir? Aus Liebe, das ist ideal. Ja. Ganz klar. Ganz klar. Aber was steckt hinter dem Grund der Beziehung? Wissen Sie, es gibt nur zwei Beziehungen, Möglichkeiten. Es ist schön, im Leben gibt es immer nur zwei Sachen. Grundsätzlich. Und eine ist richtig und die andere ist falsch. Nicht an jeder Stelle, Sie werden sehen. So, nehmen wir die Beziehungen. Weil Konflikte kommen ja nur entstehen zwischen zwei Geistespersonen. Ja, Materie, haben wir gesehen, kann sich nicht schlagen. Nur
Geister können aufeinander zugehen. Ja? Beziehungen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lebe von einer Beziehung oder in einer Beziehung. Was denken Sie, warum haben die Menschen heute ihre Beziehung? Um in der Beziehung zu leben oder von der Beziehung zu leben? Ganz klar. Das heißt, der Mann ist nicht nur ihr Besitz, er ist auch ihr Futterstelle. Sie lebt von ihm. Was füttert sie von ihm? Das Fleisch? Das Blut? Was füttert sie von ihm? Die Liebe füttert sie von ihm. Er ist die Stelle für ihr wichtigstes Futter, das sie braucht, nämlich die Liebe. Sie braucht ihn nicht für irgendetwas, sondern für die Befriedigung ihrer geistigen Bedürfnisse. Und sie denkt, er kann es tun, weil sie denkt, sie kann es auch tun. Jetzt frage ich Sie, kann ein Mann einer Frau die Bedürfnisse befriedigen? Die Frauen lachen. Ich kann es auch umgekehrt stellen. Kann ein Mann, kann eine Frau einem Mann die Bedürfnisse befriedigen? Ich meine die geistigen. Körperlich geht das, aber geistig. So, Sie sehen, die Verwechslung kommt dadurch, dass ich die körperliche und die geistige Ebene vermische. Ja, auf körperlicher Ebene bin ich von meiner Frau abhängig. Ich brauche sie zum Kochen, zum Essen machen, zum Wäsche waschen, zum Bügeln, dass sie mich in der Nacht wärmt, weil sie ist immer warm im Bett. Und ich bin meistens verfroren. Ich liebe Wärme. So, da kann ich sie gut gebrauchen. Ja, das heißt, das ist eine Gemeinschaft, das ist so wie auf körperlicher Ebene können wir alleine nicht zurechtkommen. Wissen Sie das? Man braucht einen Kfz-Mechaniker, man braucht irgendwelche Sachen, das sind alles physische Dinge. Die Abhängigkeit ist da. Und die macht auch nicht krank. Was krank macht, ist, diese Frau leidet doch nicht wegen einer körperlichen Sache, oder? Sie leidet, weil sie ihre geistige Futterstelle verliert, oder nicht? Sie leidet nicht wegen der körperlichen Abhängigkeit. Sie leidet wegen ihrer geistigen, weil körperlich schläft ja der Mann mit ihr. Ja, da hat sie doch keine negativen Verluste. Die Intimität funktioniert ja weiter. Das Ganze ist ja nur im Kopf. Ja, und in diesem Fall behauptet der Mann, er sei nur verliebt in die Frau. Aber körperlich würde da noch nicht sehr viel gelaufen sein. Befriedigt das die Frau im Kopf? Ist doch völlig egal, ob er mit ihr letztendlich intim geworden ist oder nicht. Wenn sein Herz, sein Geist mit ihr ist, dann hast du ihn noch? Nein. Nicht mehr. Man
kannst du nicht mehr von ihm füttern geistig. Weil geistig ist er jetzt verkauft. Ist weg. Ich habe ihn nicht mehr. Ich kann von ihm geistig nicht mehr leben. Und jetzt ist sie in einer doppelten Not. Sie denkt, er ist ihre geistige Futterstelle und sie denkt, er ist ihr Besitz. Beide Gedanken müssen wir als wie erachten? Als falsch. Können wir doch, oder? Ohne dass wir unseren Verstand zu stark anstrengen. Ich denke nicht, dass wir alle sagen, okay, das ist nicht sehr klug, was man da in seinem innersten Geist hat, was einen gefangen nimmt. Das ist nicht sehr klug. So, sie lebt von ihm. Und sie muss ihn besitzen, wenn er Lebenssinn ihres Lebens ist. Schauen Sie, die Liebe, ist die so wichtig wie die Nahrung? Oder wichtiger? Die Gerechtigkeit. Wir können auf Nahrung verzichten. Ja, man sagte ja, früher Hauptsache man ist verliebt, man braucht ja keinen Palast, man hat sich zusammen, nicht? Und dann ist alles gut. So, die geistigen Bedürfnisse des Menschen, die Liebe ist sein Lebenselixier. Ja? Und hat sie jetzt den Mangel des größten Bedürfnisses, das sie hat, geht ihr die Quelle für ihr größtes Bedürfnis, was sie hat, verloren? Kann sie da sagen, alles klar? Ja oder nein? Nein. Sie muss sich dagegen wehren. Und sie muss kämpfen mit wem? Nun, mit dieser Einstellung kämpft sie nicht mit sich. Mit dieser Einstellung muss sie die Umstände verändern. Sie muss den Mann wieder dahin bringen, wo er war. Nicht sich. Die Mutter, die von der Tochter lebt oder mit der Tochter? Seht ihr, die Mutter, die wir gestern Abend hatten, und alle Mütter, ja, die denken, ihre Kinder sind ihre Futterstellen. Und wenn sie dann Wege gehen, die sie nicht mögen, dann müssen sie festhalten. Sie dürfen sie weder verlieren, noch dürfen die etwas tun, was nicht gut ist. Weil ich lebe ja, mein Geist ernährt sich vom Wohlergehen meines Kindes. Und wenn mein Geist sich vom Wohlergehen meines Kindes ernährt, dann ist mein Geist an mein Kind gebunden. Und wenn es ihm nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Aber es ist nicht Liebe. Weil die Menschheit, der Mensch wurde nicht gemacht, was er an einem anderen Menschen hängt für sein Leben. Und dass das Wohlergehen des anderen oder das Missgeschick des anderen auch sein Missgeschick ist. Er wurde nicht gemacht, dass wenn einer ertrinkt im Wasser und der andere geht und will ihn retten, mit ertrinkt. Wurde dafür gemacht? Absolut nicht. Wir sind Individuen. Wir sind nicht fähig, voneinander zu leben. Ist unmöglich auf geistiger Ebene. Also die zwei Gedanken, die wir in unserem Innersten haben, sind so tief, wir geben uns nicht Rechenschaft. Aber würde sie nicht denken, ihr Mann ist ihr Besitz, und würde ihr Mann nicht die wichtigste Lebensgrundlage ihres Lebens sein? Ja, da sind natürlich auch die Kinder und die anderen und die Mutter. Und wir haben eine ganze Menge von Beziehungen, von denen wir leben, weil wir denken, in der Beziehung von dem anderen bekomme ich mein Grundbedürfnis geliefert. Wir kennen noch den Grundgedanken, der aus dieser
aus dieser Sache herauskommt. Oder was denkt die Frau jetzt hier letztendlich noch tiefer, wie ich habe, die tun mir einen großen Schaden. Was ist der noch vielleicht Gedanke, den sie ganz klar denkt von beiden? Was denkt sie von beiden, dass sie sehr krank macht? Was würdet ihr denken von diesen Zeilen in Bezug auf euer Bedürfnis nach Liebe? Was würdet ihr denken, was euch zerreißen würde? Geistig und dann auch körperlich. Ist es so schwer? Was denkt sie? Ich bin nicht geliebt. Oder? Würdet ihr die Treue oder die Untreue des anderen als Liebesbeweis sehen? Nein, jeder würde die Untreue des anderen als Beweis sehen, ich bin nicht geliebt. Das ist dieser Gedanke, der Beweis, dass wir von der Beziehung leben und nicht in der Beziehung. Und dieser Gedanke, ich bin nicht geliebt, steht an der Basis von allen unseren Krankheiten, die von unserem Geist kommen. Weil ich denke, die müssen mich lieben. Weil ich komme in die Beziehung, um von denen geliebt zu werden. Und so bin ich, wenn ich in eine Beziehung komme, um geliebt zu werden, wie fähig bin ich, nicht verletzt zu sein? Habe ich jene Möglichkeit? Nie, nie. Bin immer, er kann mich schief angucken oder sie schaut mich so an oder sie macht mir das oder jenes und damit kann ich und muss ich immer zitternd sein. Ja, will ja festhalten an dem anderen, also muss ich Kompromisse eingehen und ich muss immer Angst haben, er könnte mich oder sie könnte mich verletzen, verlassen, betrügen, was auch immer. Und damit ist der Mensch frei oder ein Sklave? Frei oder ein Sklave? Seid ihr überzeugt, dass ihr Sklaven seid? Wer bekennt sich als Sklave? Okay, einer, zwei. Ihr seht, wie schwierig das ist, oder? Ich muss meiner Patientin was zuerst erklären? Dass sie nicht ein freies Wesen ist. Sie ist durch zwei grundsätzliche Fehlgedanken in ihrem Geist, für die sie nichts kann, sie ist so geboren. So sind wir alle geboren. Aber ich muss es erstmal erkennen, ich handle versklavt. Ich sehe in meinem Geist, was ich tun soll, in meinem Verstand meine ich, sehe ich, das kann nicht stimmen, das ist nicht richtig. Aber im Handeln bin ich völlig unfähig, es auszuüben. Schaut, die Geschichte, hier die Berechnung, das, was ich berechne, ist richtig. Nur mein Handeln geht ja bezüglich auf mich. Habe ich den Schaden, habe ich ihn nicht. Habe ich Gewinn, habe ich nicht, weil ich muss ja in Richtung Gewinn gehen. Und so bin ich, wenn ich diese Sicht der Dinge habe, ein Sklave, sowohl wenn ich Gewinn habe, wie wenn ich Verlust habe. Ich bin ein Sklave, wenn ich verliebt bin. Okay? Weil ich setze in den anderen einen Wert hinein für wen? Für mich, was er mir
bringt. Und jetzt sehe ich, nach einer Woche, nach einem Monat, er bringt doch nicht so viel Gewinn. Und damit kommt er in die Verlustecke und ich fühle es immer, immer schlimmer. Ich werde nicht krank, solange ich verliebt bin. Weil der Körper hat ja keine Ahnung, was der Geist denkt. Solange er Plus gibt, solange er Gewinn denkt, ob das nun betrogen ist oder nicht, er wird nicht krank. Er kriegt seinen Strom. Er kriegt sein Element. Das macht es auch so schwierig. Wisst ihr, die Dinge, die wirklich schlimm sind im Leben, die machen keine körperlichen Krankheiten. Das heißt, wenn einer fremd geht und sich verliebt, der wird nicht krank. Aber das Opfer, das zurückbleibt, wird krank, weil dieses denkt jetzt auch schief, genauso wie er, nur er denkt es auf der positiven Ebene schief, wird nicht krank und sie denkt es auf der negativen Ebene schief und wird krank. Aber beides Denken, beides Handeln ist schief und nicht gut. So, nicht jede falsche Denkweise macht krank. Wenn ich versklavt bin auf körperlicher Ebene oder wenn ich versklavt bin auf positiver Ebene, mag ich in deiner Sklaverei es genießen und nicht wissen, ich bin ein Sklave. Darin lebt die ganze Menschheit. Solange es gut geht. Solange sie im Gewinn sind, sind die ganzen Menschen sich ihrer Sklaverei null bewusst. Sie haben keine Ahnung, dass sie etwas tun, was sie gar nicht wollen. Dass sie getrieben sind von einer Situation, die sie nicht bestimmen. Aber sie haben ja keine Not, der Gewinn ist da. Und solange der Gewinn da ist, ist die Sklaverei nicht erkennbar. Sie muss ja nur warten, bis er nicht mehr verliebt ist. Ja. Ja, das ist jetzt auf der... Das kann sie nicht. Und ich habe sie auch nicht empfohlen zu warten. Wir werden noch... Die Lösung müssen wir ja auch noch kriegen. Aber erstmal muss ich ihr klar machen und ihnen klar machen, wir sind nicht frei. Die Idee vom freien Willen ist eine Lüge. Sie existiert in der Realität nicht. Weil ich kann aufgrund ihrer Art und Weise des blinden Auges sie in eine Not bringen, wo sie sich selbst zerstören. Dann bin ich euer Chef. Dann lenke ich euren Geist, dass ihr euch selbst wehtut. Ist das Freiheit? Ja oder nein? Nein. Deshalb, wir haben eine freie Wahl. Nicht erschrecken, wir haben schon was Freies. Aber das, was wir frei haben, ist nicht, was wir denken. So, glaubt mir, eines der schwierigsten Dinge, den Mensch in seinem Leben verstehen muss, weil er das Bedürfnis Freiheit hat. Keine Frage, jeder will... Oh, ist die falsche Stift. Jeder will frei sein. Jeder sucht danach auch Gerechtigkeit. Aber sie werden weder Gerechtigkeit finden, noch Freiheit, oder? Finden sie das? Und Wahrheit. Aber wir haben es fest in uns hineingelegt. Wir müssen frei sein. Wie gelange ich dazu? Ich muss erst mal wissen, warum bin ich nicht frei? Und ich musste dieser Patientin erklären, und ich muss das jedem meiner Patienten erklären, dass er in dem Betrug ist seines eigenen Geistes, deshalb ist er nicht frei. Nicht, weil die Realität nicht so wäre. Nur sein Geist ist betrogen,
Okay? Nur das, wie er, ich sage immer, wie der Maßstab ist. Ist eine Waage mit einem fehlenden Maßstab, wie viel kann sie richtig wiegen? Sie kann nie richtig wiegen. Ja, auf der positiven, auf der negativen Ebene. Sie wiegt immer falsch. Nur auf der negativen Ebene werde ich krank. Auf der positiven kann ich das nicht. Weil dort wird mein Körper nicht taxiert. Dort wird mein Körper, kriegt er, was er braucht. Hier kriegt er nicht mehr, was er braucht. So, ich kann immer nur in einer Notsituation den Menschen zeigen, dass er die Kontrolle über sein Leben nicht hat, wenn er in der Krise ist. Der Konflikt beweist die Unfreiheit. Deshalb habe ich am ersten Abend gesagt, glaube ich, ich möchte eines Tages völlig konfliktfrei sein. Das bedeutet, ich betrüge mich selbst nicht mehr. Und das bedeutet, ich bin frei. Ja, es gibt ja ein schönes Wort in der Schrift, das sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wir werden, wenn wir die Realität der Tatsachen erkennen, sind wir tatsächlich frei. Wir sind nur frei, weil wir sind nur Sklaven, weil wir blind sind. Wir sind nur Sklaven, weil wir die Realität verkennen. So, die Zeit läuft mir davon. Ich habe das schon am ersten Abend versucht klarzumachen. Wir müssen im Geist die Kontrolle haben über unser Leben. Hat diese Frau das Kontrolle über ihr Leben? Ja oder nein? Nein. Jeder, der in den Konflikt kommt, verrät durch seinen Zorn, verrät durch sein Verhalten, dass er die Freiheit nicht hat. Also, wir müssen aber frei werden. Also müssen wir was tun. Und diese Frau, ich erzähle Ihnen die Geschichte, was ich mit ihr gemacht habe, zunächst, als sie mich angerufen hat. Sie hat mir gesagt, weil sie ist eine gläubige Christin, hat sie mir gesagt, ich fühle mich verraten und gedemütigt. Ja? Woher kommt dieses Gefühl, dieser Gedanke, ich bin verraten und gedemütigt? Woher kommt er? Aus ihrer Sichtweise. Ja? Wenn jemand denkt, er ist verraten und gedemütigt, kann er sich wohlfühlen. Völlig ausgeschlossen. Weil das ist ja ein tiefer Verlust, wenn man verraten und gedemütigt wird. Das ist nicht, das Bedürfnis des Geistes ist, dass man ihm die Wahrheit sagt, ja, dass er in der Wahrheit lebt und dass er geachtet wird, nicht gedemütigt wird. Und so denkt sie, dass ihr Mann und ihre Freundin sie verraten haben und gedemütigt. Sie muss sich ja ganz schlimm sehen, oder? Dass sie in dieser Situation, sie fragt sich ja, was bin ich schlimmer wie sie? Warum sehe ich nicht besser aus? Sie ist ein bisschen älter, aber sie sehen beide recht gut aus. So, das heißt, jeder fragt sich dann, aber er fragt sich an der falschen Stelle. Aber der Gedanke, ich bin verraten und gedemütigt, bleibt bestehen. Und solange der Gedanke bestehen bleibt und man das persönlich nimmt, muss man daran kaputt gehen. Und dann erzähle ich ihr und sage, ich kenne auch jemanden, der wurde gedemütigt und verraten. Er wurde aber nicht krank dabei, weil er hatte eine andere Sichtweise über das, was da draußen geschah. So, und Sie werden ja wissen, wenn ich meine, es ist Christus, er kam auf diese Welt und er wurde gedemütigt, würde er? Er wurde ins Gesicht gespuckt,
Er wurde geschlagen und letztendlich ans Kreuz gehängt. Und wir finden ein paar Sachen beschrieben, wie er reagiert hat. So, als er ans Kreuz genagelt wurde, was tut er in seinem Innersten? Denkt er, oh, ihr wisst ja, wenn man ans Kreuz nagelt wird, ist man nackig. Ist es angenehm, vor der Welt nackig dazustehen? Also, ich denke nicht wirklich. Und zu der Zeit sowieso nicht. Vielleicht heutzutage in manchen Kreisen. Aber das ist eine Scham, ist eine Demütigung. Ja? Dass man das offenlegt, oder nicht? Würden wir uns nicht schämen, wenn die Welt dabei vorbeigeht? Und, ja, so. Denkt ihr an das? Er denkt an die anderen. Er denkt, der Schaden tun sie nicht mir an. Den Schaden tun sie sich an. Deshalb sagt er, aha, diese tun sich selbst einen großen oder einen kleinen Schaden. Großen Schaden, ich sollte doch den bitten, dem sie den Schaden tun, er sollte ihnen doch vergeben, weil sie nicht wissen, was sie tun. Als er unterwegs zum Kreuz ist, fällt er zweimal unter dem Kreuz nieder. Und ein paar Mütterchen sind dort, die weinen. Und Jesus hört ihr weinen. Und er kann nicht etwas ihnen sagen. Er will ihnen helfen und er sagt, Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich. Ich bin ganz okay. Das hat er nicht gesagt, aber das ist drin. Wenn man um jemanden nicht weinen soll, dann ist er okay. Ja? Aber weint um euch. Und um eure Kinder, weil ihr seid nicht okay mit dem, was ihr tut. So, sein Mitleid galt nicht sich selbst. Er hatte nur Mitleid immer mit den anderen, weil er nicht die Taten anderer auf sich bezog als ihm schädigend. Wurde er verraten? Von wem? Von den engen Freunden oder von den nicht engen Freunden? So, wir werden von unseren Familien, von dem Ehemann verraten, ja, von der besten Freundin. So, er wurde, und ein Verrat von Fremden, der tut nicht wirklich so, Problem sind ja eh Fremde. Aber wenn es die Engsten sind, mit Judas und mit Petrus verbrachte er die letzten 3 Jahre. Tagtäglich fast, ja, waren sie zusammen. Und der Judas tut das Ganze ein bisschen anders wie der Petrus, ganz schlau. Er gibt vor, er ist der Freund, aber der Kuss, den er ihm gibt, der sollte verraten, dass er es ist, den man in der Dunkelheit gefangen nehmen soll. Und jetzt würdet ihr es als einen Verlust sehen, wenn euch jemand küsst, heuchlerisch. Ja oder nein? Würdet ihr sagen, na, du darfst mich ruhig küssen, kein Problem. Wir würden denjenigen von unserem Leib sofort wegstoßen. Jesus hat es nicht getan. Er lässt sich küssen und er sagt, Freund. Freund, weshalb bist du gekommen? Verrätst du deinen Meister mit einem Kuss? So, wessen Schaden war es? Jesus sah nicht den Kuss des anderen auf seiner kostbaren Haut als ein Schaden an sich, sondern ein Schaden an dem Judas. Er sah die Sache richtig. Aber jetzt kommt der Petrus, der engere Freund, der gesagt hat, ich werde mein Leben für dich geben. Ein paar Stunden davor. Und jetzt hört er ihn, wie er schwört und wie er nervös schreit in dem Hof dort, wo sie am Feuer steht. Ich kenne
ihn nicht. Und das trifft Jesus. Und das macht ihm auch Schmerzen. Die Frage ist nur, was tut ihm weh? Weil das, was ihm weh tut, schadet körperlich nicht, weil es den Körper in den Hormonen nicht durcheinander bringt. Was tat Jesu weh? Wie dachte er? Dieser Mann, er hat mir versprochen, er steht zu mir. Jetzt in der Stunde meiner größten Not, guck mal, was er da draußen von sich gibt. Hätten wir nicht so gedacht? Du investierst in jemanden, du investierst in eine Freundschaft, 3,5 Jahre. Und jetzt, wo du gefangen wirst, wo du in der größten Not bist, verlässt dich dein Freund und sagt da draußen vor allen anderen, dass du es hörst. Ich habe den nie gekannt. Was Jesus hört, ist das, was sein lieber Jünger tut. Aber er, was ihn wehtut, ist nicht, dass Jesus dadurch einen Schaden erlebt. Er weiß ganz genau, wer hat den Schaden? Der Petrus hat den Schaden. Und jetzt liebt er seinen Jünger und er dreht sich um und schaut ihm in die Augen und sagt, in seinem Blick durch die Augen, Petrus, ich habe dich immer lieb, ganz egal, was du getan hast. Und durch diesen Blick erkennt der Petrus, der Heiland hat nur Mitleid mit mir. Er weiß, ich habe mir jetzt etwas Schwieriges angetan, aber er ermutigt mich, nicht in der Verzweiflung zu bleiben. Ich habe dieser Frau erklärt, dass Jesus anders dachte, wie jeder andere Mensch. Das heißt, er hatte in seinem Herzen eine andere Sicht der Dinge, ein anderes Auge. Dieses Auge machte ihm klar, was wir auch alle ganz klar als Wahrheit sehen, der die Tat tut, der hat den Schaden. Ist doch richtig so, oder nicht? Müssten wir ja so anerkennen. Aber komischerweise, dieses Auge sagt uns, nicht der Täter hat den Schaden, sondern ich habe den Schaden. Ich habe dieser Frau versucht zu erklären, dass sie umdenken muss. Und sie ist ja schon, ich weiß nicht, 20 Jahre Christin. Und das Erste, was sie mir antwortete, war eine Bestätigung oder eine Entschuldigung. Was würdet ihr sagen? Ja. So, sie muss sich entschuldigen. Sie sagt, ja, das ist Jesus. Aber ich bin doch nicht Jesus. Das war das Erste, was ihr aus dem Munde schoss. Ist das eine Annahme dessen, was ich gesagt habe, oder eine Ablehnung? Ja, so, sie versucht, mir klarzumachen, das Maß, das du ansetzt, ist so hoch. Aber bitteschön, ich habe das Maß nicht gemacht. Das liegt in deinem Körper. Deine Unfähigkeit, frei zu handeln, beweist mir, dass das Maß nicht so hoch ist. Du bist ein Sklave. Und du bist ein Sklave deiner selbst, deiner eigenen Gedanken, deiner eigenen Sichtweise, wie du das Ganze tust. Und würdest du deine Sichtweise ändern, wärst du aus dem Verrat raus. Ja, es ist ein Verrat, was die tun. Es ist eine Demütigung, was sie tun. Aber an wem? An sich selbst. Der arme Mann muss doch wirklich arm sein, oder nicht? Ist doch demütigend, was er tut. Vielleicht heute in der Welt nicht mehr, aber im Prinzip schon. Und die arme Frau auch. Ganz egal, wie sie es dann versuchen zu vertuschen, es ist demütigend, wenn jemand nicht in der Lage ist,
treu zu sein, denke ich. Wenn jemand sein Wort bricht, muss das und ist das eine Demütigung. Also ich halte das so. Und ich denke, in ihrem Innersten bestimmt auch. Weil wir sind so gestrickt, wir sind so gemacht. Der, der verrät, der hat den Schaden. Nicht der, der verraten wird. Aber sie sagt mir jetzt, ich kann das nicht. Das Maß, das du ansetzt, ist zu hoch. Jemand sagte gestern Abend, das ist unmenschlich, ja? Die Freiheit zu lassen. Ja, so ist es. Wissen Sie, warum es unmenschlich ist? Weil wir hier einen Gedanken haben in uns. Den werden wir auch sehen, der uns die ganze Sache einheimst. Aber ich will die Geschichte zu Ende machen und dann können wir nach Hause gehen. Die Frau entschuldigt sich zu ihren Gunsten oder zu ihren Ungunsten. Ja, so tun wir uns ein bisschen in ihre Lage. Würden wir anders reagieren? Schau, das ist das, was ich bemängle am Christentum. Bin als Christ aufgewachsen und war schon immer gläubig und wollte schon von Kind auf immer Pastor werden. Ja, das ist meine Patienten sagen, warum sind sie nicht Pastor geworden? Es gibt so manchen Patienten, der mir das sagt und ich sage, ich bin besserer Arzt als Pastor. Letztendlich gibt es wie viel Unterschied zwischen Pastor und Arzt? In der Essenz keinen. Ja? In der Essenz keinen. Jesus war sowohl Arzt als auch Pastor. So, es gibt nicht wirklich, weil der Arzt, wenn 90% der Patienten mit ihm mit Krankheiten des Körpers kommen, die von seinem Denken kommen, muss er in der Lage sein, ihm etwas zu raten, dass er daraus kommt. Und er muss ihm einen Weg aufzeigen, wie er es tut. Und der Seelsorger, was macht er? Der müsste doch dasselbe können. Ja? Und er müsste dasselbe vermitteln. Was ich dem Christentum oder der Praxis des Christentums, der Theologie ankreide, ist, sie löst das Problem der Gefangenschaft des Menschen nicht. Und das löst keine Religion. Sie können sich den Buddhismus anschauen, Sie können sich den Moslemismus anschauen oder was wie auch immer die Religionen heißen. Es gibt ja nicht wirklich viele. Wisst ihr das? Es gibt nur eine richtige und eine falsche Sicht. Und Sie können alle Religionen ganz leicht chatten, zu sehen, was stimmt und nicht. Einfach an der zwei Sichtweise, die es gibt. Wenn der Glaube, den du glaubst, dir nicht die Freiheit bringt, wenn jemand was Falsches tut, zu erkennen, dass das Falsche tut er sich selbst, dann nützt dir das Ganze nichts. Dann kannst du zwar 20 Jahre in einer christlichen Gemeinde aufwachsen. Und dann frage ich mich, wie viele Jahre bräuchten wir, um umzudenken? Wie viel Zeit bräuchte ein Christ, um von der einen Denkweise in die andere zu kommen? Weil das ist das, was in der Bibel am allerwichtigsten hervorgehoben wird. Bekehrung bedeutet Änderung deines Sinnes. Sehe die Dinge so, wie sie sind. Sehe sie nicht mehr mit dem falschen Auge, mit der Irrealität, sondern sieh sie tatsächlich, wie sie tatsächlich sind. Aber komischerweise sind die Christen, ich meine, ich im Allgemeinen, auch blind. Weil sie ist 20 Jahre und sie entschuldigt sich und sagt, ich bin nicht Christus. Ja, dann sage ich, okay, warum bist du dann überhaupt Christ? Was willst du denn überhaupt lernen? Bist du hier, um einfach, ja, ich meine, wir alle wollen ja die Ewigkeit, nicht? Wir vertrösten uns auf den großen Tag, ja? Aber ist das ein guter Trost? Ich denke nicht. Jesus kam nicht, um das Himmelreich zu bringen, was wir alle erwarten.
Er kam zuerst, dass wir fähig sind, umzudenken. Er kam uns das Licht zu bringen, zu sehen, was ihr tut. Ihr seid Sklaven. Ihr dürft natürlich Sklaven bleiben, wenn ihr wollt. Aber weil ihr gebaut seid für die Freiheit, werdet ihr erkennen, dass ihr herauskommen wollt, wenn ihr versteht erstmal, ihr seid nicht Herren über euch selbst. Wisst ihr, die Juden, er sagt es ihnen so schön, die sagen ihm, er sagt ihnen, denen, die an ihn glauben, sagt er, wenn ihr in meiner Rede bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wissen Sie, wie die Juden reagieren? Ihr könnt es nachlesen, Johannes 8, 33. Sie sagen, wir waren noch nie Gefangene. Wir waren schon immer nur freie Wesen. Wir waren immer frei. Und Jesus antwortet und sagt, wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wer die Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und Sünde ist nichts anderes als der Glaube an eine Irrealität, die dich dann zu einer reellen Handlung treibt oder zu einer richtigen Handlung oder falschen. Falschen Handlung, ganz klar. Sünde ist nur der Glaube an etwas, was nicht stimmt. Und damit handle ich so. Weil ich muss ja handeln, ich habe diese Sichtweise. Deshalb müssen wir verstehen, der Sohn, wer den Sohn frei macht, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Aber wie viele sind es davon, von uns? Ich habe Ihnen gestern Abend die Geschichte, oder ersten Abend die Geschichte erzählt, wie ich der Gefangene meiner Frau bin. Ja? Ohne. Versteht ihr? Das geht in Millionstel Schnelle von Sekunden. Wo dich dein blindes Auge, sage ich immer, dein falsches Auge, betrügt und du gehst gegen dich selbst vor und gegen andere, verletzt dich und machst einen Scherbenhaufen. Wenn das Christentum uns nicht frei macht, ist es nichts wert. Wenn wir, die wir Christen sind und glauben, wir haben eine Erleuchtung, wenn man so sagen will, wir haben das Licht der Welt, dann müssen wir in der Lage sein, nicht eine Theorie zu erklären. Dann müssen wir in der Lage sein, nicht irgendwelche Doktrinen von vorne bis hinten zu erklären. Das hat seinen Platz. Aber was wir auf jeden Fall müssen, ist im reellen Leben richtig zu denken und richtig aus den richtigen Gedanken richtig zu handeln. Und das lernt man leider heute nicht wirklich. Man kommt in die Kirche, man hört sich was Schönes an, man wird eingelullt, alles ist super, die Erlösung ist sicher, alles ist klar, alles ist nicht klar. Ein kleines Stürmchen, ein kleines Desaster und du sitzt genau dort, wo der Atheist sitzt oder der Buddhist oder der, wer auch immer, welche Religion du auch immer hast, du sitzt genau auf derselben Stelle. Und dann sage ich, naja, Ideologien helfen nichts, wenn sie das Herz nicht ändern. Wenn es nicht meine Sichtweise ändert, bleibe ich ein Sklave und ich möchte kein Sklave mehr sein. Und dann müssen wir aber auch zu Situationen kommen, wie der Konflikt, wenn ich falsch angeschuldigt werde, wenn ich körperlich misshandelt und missbraucht wurde, wenn ich Gewissenskonflikte habe, wenn ich Dinge getan habe, die ich nicht mehr aus meinem Kopf streichen kann. Wie komme ich aus diesen Konflikten heraus? Wo ist der wesentliche Punkt? Und ihr werdet sehen, der Punkt ist bei allen immer an dieser einen Idee. Und ich schreibe sie hier noch auf, die alle unsere Schwierigkeiten macht. Und da denkt der Geist, ich bin, Gott. Das ist die Quintessenz des Irrtums des Geistes über sich selbst. Sie werden sehen, viele Religionen vertreten die Idee, wir sind Gott. Das ist eines der größten oder der größte Irrtum des menschlichen Geistes.
Daraus entstehen alle anderen Sachen. Das sind jahrelange Betrachtungen. Nehmen Sie es mal wahr. Morgen Abend werden wir es ein bisschen vertiefen.